sind die halt relativ easy weg zu kriegen. Er klingt wie ein Wuffi. Platz. Au. Au. Wenigstens verwandeln die sich nicht in diese. Runterspringen. Ah, jetzt können wir irgendwo langsam runtersegeln. Kommen wir jetzt hier einfach wieder zurück? Ich sollte hier doch mal alles aufmachen. Okay. Wir sind hier rausgekommen, oder? Yep. Welcome to the mall. Let's go to the mall today. Nochmal gucken. Wir sehen können, dass da irgendwo noch was drin ist. Weiß nicht. Da. Auf geht's in die Mall. So fühlt es also, sich also an, wenn man die Schule schwänzt. Ich bin vollkommen aufgeregt. Trotzdem haben wir eine Liste von Dingen, die wir für die Nexus-Geräte brauchen. Fangen wir mit den einfachen Dingen an. Wir brauchen Behälter, um kleine um eine kleine Probe von Trauks Blut aufzubewahren. Gläser von Zweimachglas sollten funktionieren. Wir brauchen außerdem eine Nagelpistole pro Nexus-Gerät. Wenn sie aus der Ferne ausgelöst wird, jagt sie einen Nagel durch das Probeglas und stößt es in die richtige Position, sodass Trauk an eine andere Ebene gebunden wird. Du solltest sie bei Hammerzeit finden. 8 Stück von jedem Artikel sollten ausreichen. Warum fühlt es sich an, als würdest du mir nur willkürliche Aufgaben geben? Ich versichere dir, dass das alles am Ende einen erzählerischen Sinn ergeben wird. Können wir wieder mit allen reden. Ach du Heilige. Wo das neue Einkaufszentrum steht, war vorher ein Park. Ich war ein bisschen traurig, dass er verschwunden ist, aber wenigstens haben sie die Statue vom Gastronomiebereich behalten. Scheinbar sind auch einige Vögel geblieben. Ich bin froh, dass es hier einen Perchladen gibt. Aber kannst du dir vorstellen, dass er heute eine große Eröffnung feiert? Ich kann nicht mehr warten. Ich muss das neueste iPhone-Modell mit der geringeren Akkulaufzeit haben. Ja, ich kenn's irgendwie. Dieses grüne Hemd hier sieht ziemlich gut aus. Vielleicht nehme ich es mit und trage es morgen. Geringere Laufzeit, ja. Früher dachte ich, dass Fast Fashion Sportbekleidung beschreibt, in der man laufen kann. Gott. Die Auswahl scheint richtig groß zu sein. Aber gibt es auch etwas mehr Sonnenschutz? Mein neuer Freund sucht einen Mantel oder einen langen Umhang oder sowas. Wir haben diese Decken mit Ärmeln.
Git, nein. Ich sehe etwas. Das als Dichterhemd durchgehen könnte. Ich könnte ihm stattdessen einfach was Einfaches besorgen. Wenn du deine Größe nicht findest, frag mich, ob ich im Lager nachsehen kann. Wir haben sie nicht. Ist das eine Zippe? Dieser Ständer ist für Kleidung des Unternehmens Dynasty. Kleidung wie für einen Kaiser. Ein Großteil davon ist unsichtbar. Ihr legt diese Größen fest. Industrie. Ist abgeschlossen. Jetzt. Will ich es noch machen? Also, hier gibt es nicht viel. Hatte ich von dir schon mal ein Foto? Nein, hatte ich noch nicht. Oder doch? Ah, hier kann man sich drinnen verstecken. Hallöchen. Bargeld. Das war viel. Sprich mit Pierce. Hm? Hast du was? Ein Foto mit dir. Ja, der hat uns gerade frisch verkloppt. Das Internet sollte eine Kultur sein, kein Kult. Dieser Purge-Mitarbeiter scheint da anderer Meinung zu sein. Ganz und gar nicht. Jede von ihnen. Jede von ihnen ist ein wertvolles Mitglied der Purge-Familie. Wie ein Blutsverwandter. So gesehen. Jede von ihnen produziert das Zehnfache an Arbeit anderer Unternehmen. Okay, der macht mehr Arbeit als. Okay. Deine Plattform ist voller Bugs. Der Text der Trending Tropics überschneidet sich manchmal. Warst du zu schlecht zum Programmieren? Oder hast du zu viele der richtigen Familienmitglieder gefeuert? So ist das manchmal. In jeder Familie gibt es eine seltsame Tante oder einen verrückten Onkel. Und du bist beides. Nicht wahr, Elon? Okay. Wenn man sie anspricht, gehen sie einen auf den Sack. Alter, gibt's hier bloß den gleichen Laden? Gut, dass es nur eine Wahl gibt. Nachdem ich versehentlich ein Regal im Kleiderladen verschoben habe, traue ich mich nicht zu. Nicht mehr. Was? Gut, dass es nur eine Wahl gibt. Nachdem ich versehentlich ein Regal im Kleiderladen verschoben habe, traue ich mich nicht, zu viel anzufassen. Regal verschoben hat? Wahrscheinlich umgeworfen. Er war schon wieder. Das Einkaufszentrum ist ganz nett, aber ich hoffentlich saugt es nicht das Leben aus unserer Innenstadt heraus. Doch, meist schon. Elisabeth. Hi, kann ich dir irgendwie helfen? Schau dir diese schicke Geschenkkarte an. Kannst du nachsehen, ob das Geld für ein neues Paar Turnschuhe reicht? War das ein gutes oder ein schlechtes Moir? Auf der Karte ist kein Guthaben, aber eine Notiz steht drauf. Erlösbar für eine Trittruhe. Ist das dieses Ding hier? Das ist sogar noch besser als Schuhe. Danke. Eine Trittrune. Die habt ihr auch noch keinen?
Jetzt. Bester Gesichtsausdruck. Elisabeth hat voll die Ausstrahlung einer Ferienlagerbetreuerin. Wenn ich dich ansehe, bekomme ich Lust auf Stockbrot und gruselige Abenteuer im Wald. Bist du nicht schon in einem gruseligen Abenteuer? Ja, aber ich meine eines, bei dem am Ende wieder alle gesund werden und das Monster nur ein alter Mann mit Maske ist. Stockbrot können wir ja trotzdem rösten, oder? Ja, klar. So. Wir haben eine neue Verbesserung für unsere Waffe. Ist schon eingelegt. Cool. Tritt zu. Was bedeutet das? Sehen. Punkt, damit kann man bestimmt richtig schnell rennen. Was kann ich jetzt? Scheiße. RD. Ich kann keine andere Waffe, keine andere Taste drücken, außer bestätigen. Also hier ein blockierender Blocker. Ein grabender Gräber. Lass sie wissen, dass brennende Eile es kann. Und hier tritt zu. Bestiarium. Banshee. Stachelboot. Vampir-Älteste. Vampir. Vampir-Älteste wurde vor Jahrhunderten gezeugt und sind sehr mächtig und kultiviert. Viele der häufigen Regeln der Vampirgesellschaft kommen aus der Kultur der Vampir-Ältesten, doch ihre edlen Merkmale und ihr hochtrabendes Verhalten spiegeln nicht immer die Methoden und Appetite ihrer untoten Geschwister wider. Siege, Lincho, Zwerg. Zwerge? Siege. Strutta, Brutmutter. Vampir, Anomalie. Strutta werden mit zwei oder mehr Herzen, Seelen oder Zahnsätzen geboren und stehlen die Lebenskraft anderer. Wenn sie eine Seele verlieren, werden sie zu Vampiren. Vampirausgeburt. Ne, das war was anderes. Gut. Beschwören und verbannen. Verbannen. Kaltes Eisen muss in jedem Nexusknoten eines Beschwörerkreises in eine eingesammelte Probe getrieben werden. Jene Art von Humor reicht als Probe aus. Ebenso wie Haare, Nägel oder Atem. Verhindere, dass eine Probe von einer anderen durchstoßen wird. Am besten ist es, eine Zeit zu vereinbaren, zum Beispiel Stunde 0. Das Portal. Um ein Subjekt zu verbannen, bereite zunächst einen Ort für ein Nexus-Portal vor. Vergiss nicht, dass der Nexus groß genug für die Entität sein muss, die durch ihn befördert werden soll. Jeder Ort ist dafür geeignet. Aber wisse, dass die Knoten des Nexus nicht für mehr als 11.000 Ellen voneinander entfernt sein dürfen. Okay. Und Rezepte. Apfelkuchen, Rindfleisch, Knallerbse, Rührei. 13. Januar 1781. Zwei Eier nehmen, schälen und anschließend in einer kleinen Schüssel pulverisieren. Muskatnuss hinzufügen. Auf eine heiße, mit Butter bestrichene Grillplatte geben.
und mit einem Spatel abschwenken. Und mit einem Spatel schwenken. Nach 3 Minuten auf einen Teller schaben. Nach Wunsch mit Salz und Käse würzen. Warte mal. Wir sollen zuerst Eier kochen, dann schälen, dann pulverisieren, dann Muskatnuss und dann erst grillen. Hä? Kompletter Nonsens. Aber ich hab nichts darüber. Ja, schenke ich dir. Sehr stabil, der Typ. Der große Eröffnungsverkauf ist okay, aber hast du den Einmachglasladen gesehen? Sie verschenken kostenlose Proben. Support man Kundentreue auf. Ist noch so ein Patch-Mitarbeiter. Wir wickeln keine Verkäufe ab, während wir uns für ein besonderes Event vorbereiten. Und nein, eine Voranmeldung ist nicht möglich. Alte Schuhe, neuer Dritter. Es ist zwar noch nicht angeboten, aber einer mit einem Schnurrbart hat bestimmt kostenlose Süßigkeiten und eine... Und einen Welpen in seinem Wagen. Hoffentlich ist das keine Schokolade. Ist nämlich giftig für Hunde. In der Situation ist die auch für Menschen nicht so gut. Also wir können uns hier drinnen verstecken in den Teilen. Hier ist eine Übersicht. New Plaza Mall, Südtrakt. Nach rechts geht es zu Perch Electronic, Bigfoot Shoe und Keep It Out Shirts. Keep your shirts on. Kleidung. Ah, jetzt haben wir die Map gekriegt. Wir sind natürlich komplett in die falsche Richtung am Anfang gerannt. Yay! Alfonso. Wie zum Teufel soll man sich hier zurechtfinden? Oder einen, sie sind hier auf Kleber, ist die Karte doch komplett nutzlos. Hallo, der Herr. Sag mal, Heather. Der Heather? Woher ich dieses leckere Getränk habe? Aus dem Gastronomiebereich natürlich. Als ob ich irgendwo anders hingehen würde. Es ist so praktisch. Du kannst in einer geraden Linie von der Eingangstür zum Smoothie-Laden gehen. Faulheit siegt halt. Hopp und hopp. War nicht wahr. Oh, hier schon wieder. Schuhbank macht krank. Das scheinst du auch zu wissen. Es reimt sich, also muss es stimmen. Jo. Das ist eine Übersicht. New Plaza, Nordtrakt. Nach links geht es zur Hammerzeit. Baumarkt, Zweimachglas, Haushaltswaren und im Gastronomiebereich. Jeder Laden hier möchte irgendeinen Müll andrehen. Den Teilnahmeschein des Angestellten habe ich abgelehnt. Ein kostenloses Einmachglas muss ich aber eigenhändig wegschmeißen. Sprich mit Natascha. Meinst du, ich könnte verkleidet ein weiteres kostenloses Einmachglas bekommen? Mit einer schwarzen Brille und... einen buschigen Bart würde ich mega stylisch aussehen. Ah, ist das etwa ein Hinweis?